Hallo Freunde der Virtualität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, wir spielen Gessler. Oh jeez, who touched my database? All those Bist du jetzt leise? Gone. Oh, you helped me find them, right? Wir spielen. Can we go? Ja. Psst. Wir spielen jetzt Gesslers auf der Pico 4. Und ja, ich habe schon ein bisschen vorgespielt. Es ist ein bockschweres Game, muss ich einfach sagen. Ganz am Anfang auf jeden Fall. Wir haben eine Zugstrecke, auf der wir uns befinden. Und wir müssen immer weiterkommen bis zum Ende hin. Wir können uns immer weitere Perks freischalten. Hier sehen wir die ganzen. Und what are you doing? Die verbessern natürlich unser Gameplay, erleichtern das natürlich auch und desto mehr wir haben, desto weiter können wir natürlich kommen. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig und ihr seht, ne, ich bin auf dem fast letzten Platz. Ich habe jetzt ungefähr 20 Minuten mal ein bisschen rein investiert in das Game und ja, wir befinden uns auf einem Zug ganz hinten drauf und es kommen die bösen Gesslers, die wollen uns halt killen und wir müssen Schrott sammeln. Come on, let's go. Mit diesem Schrott können wir dann diese Punkte holen und ja, ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, wie eben schon gesagt und hier haben wir so Sachen wie Lebenspunkte erhöhen vom Schaden, dann bekommen wir Lebenskannen mehr zum Tragen, kommen wir gleich nochmal zu. Wir erhalten mehr Schrott, also 10% mehr Schrott. Das kann natürlich nachher auch sehr wichtig sein. Dann den Schildwert, der wird um 10% erhöht, wenn That's man okay. I ain't got no plans anyway. Kaufen. Ja, mehr Beute, Ballons, da kommen wir gleich zu, die lassen mehr Schrott fallen. Teleportieren, regenerieren wir irgendwie ein bisschen mehr LP. So, dann haben wir erhöht den Wundschaden an Schwachstellen. Wenn wir irgendwelche Schwachstellen beim Gegner sehen, erhöhen wir da den Schaden. Seltenheit der Beute und erhöht bei niedrigen LP den Widerstand. Also wenn I'm wir ready. Ganz wenig LP haben, ist unser Widerstand ein bisschen höher. Und du erhältst doppelt so viel Schrott. Manchmal. Also es besteht eine 3%ige Chance, doppelt so viel Schrott zu erhalten. Ich würde erstmal sagen, um besser klarzukommen, entweder mehr Lebenskannen oder mehr Schaden. Ich würde fast sagen, mehr Lebenskannen. Die holen uns jetzt mal. Auf Level 1. Spend away, buddy. I wonder how much scrap is out there. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal einmal rein ins Game. Das Gute ist, es beginnt immer erst, wenn wir nachladen, unsere Waffe nachladen. Dann kann ich noch ein bisschen was. The Doohickey Desert, I think. Kann ich ein bisschen was erklären. Also hier ist unsere Lebensenergie drin, die können wir uns packen. Hier haben wir auf der linken Seite mit dem Trigger haben wir ein Schild. Und das baut natürlich auch ab, wie wir sehen. Und lädt dann auch wieder auf. Das heißt, ihr könnt nicht permanent halten. Also ihr müsst das schon gut dosieren, damit die Gegner euch nicht sofort treffen. Ja, hier haben wir immer Munition, die wir uns hier nehmen können. Nach jeder Welle können wir unsere Waffe verbessern. Das zeige ich euch gleich. Also ich mag diesen Comic-Look mega. Das gefällt mir. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Mal gucken, wie weit ich auch komme. Jetzt kommen die ersten Gegner. So, da kommen sie schon. So, ich kann ausweichen, ich kann aber auch sagen, okay, ich benutze jetzt hier mein Schild. So, auf dem Boden liegen auch schon mal Fässer rum. Wenn wir die treffen, können wir die ein bisschen beschädigen, die Karren. So, wieder. Am Himmel erscheinen immer Ballons, die habe ich jetzt noch gerade gar nicht gezeigt. Da oben sehen wir zum Beispiel was. Und die geben uns Schrott. Zum Beispiel da oben. Also immer mal wieder draufhauen. Gehen wir den nach hinten noch? Ja. So, und jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Verbesserung für unsere Waffen. Zündkasten, Komponente fällt Raketen ab. Ist natürlich sehr gut. Ersetzt den Shorty und ersetzt den Popper Sprayer Komponente. Feuerrate minus 40%. Nein, wir nehmen das hier. Great choice.
Und so haben wir auch immer wieder ein anderes Gameplay. Dann, denn die Waffen verändern sich immer wieder. Ouch. Yes, more scrap. So, und auch wenn wir anfangs mal ein paar Runden haben, wo wir ein bisschen weniger Schaden machen, wir sammeln trotzdem Schrott ein und dadurch können wir auch unser Gameplay irgendwann verbessern. Und das ist das Wichtige bei dem Game hier. So, da haben wir wieder hier Lebensenergie. Sollen wir uns auf den Fall holen. So, erhöht den Schildwert. Stabiler Vorrat. Erhöht die Clipgröße um 50%. Verringert aber den Wundschaden. Ich würde sagen, wir nehmen ein Schild. Also, mehr Schildenergie ist nicht schlecht. Oh, den kennt man gar nicht. Geil, ja. No bullets. Den Helikopter, ach, den habe ich den Helikopter holen. Nice. Ja, das ist aber hier, das ist aber böse. Cool. Ich nehme schon mal einen Energiepunkt hier. Insane. Das wird verdammt hart. So, den müssen wir mal definitiv jetzt hier kaputt machen. Und das war's. Ich hätte jetzt noch eine Energie gehabt, aber ja, mehr will ich weiter, bin ich nicht gekommen. Alright, let's see how you did. 2769. Ist das schon mal nicht schlecht? In einem Durchlauf, so viel hatte ich noch nie. So, sind wir schon auf Platz 4. Und wir haben 4-3, das heißt, wir können uns, also 5.000 kostet immer Level 1, Level 2, wie ihr seht, kostet dann 10.000 Schrottpunkte. Aber gleich können wir uns noch was anderes kaufen. Also, let's go. Also, das mit dem Raketenwerfer war schon echt gut. The Doohickey Desert. Incoming. Ja, jetzt müssen wir mal Schrott sammeln. Wow. That's the last of them for now. Yes. More scrap. So, das haben wir jetzt hier. Schießt mit höherem Tempo, auch nicht schlecht. Erzeugt bei jedem Schuss Wärme, die den Schaden erhöht. Kann aber überhitzen. Na komm, den nehmen wir. Egal, ob die überhitzt oder nicht. Und over there! Got him! Give me scrap! Das hat man ein bisschen zu lang gehalten. Warum nimmt er nicht? Ah, wir sind überhitzt gerade. Nehme ich aber gerne in Kauf. Können wir ein bisschen mehr Schaden machen. Okay, den müssen wir nehmen, den müssen wir nehmen. Move.
wird hart. Let it cool. Be nervous, pal. Schade. Ja, Leute, so geht's halt immer weiter. What the hell was that? Man muss ja anfangs echt viel Geduld haben. Die ersten Runden von mir waren auch richtig, richtig übel. So, hey, können Sie wieder was holen? Where are we going again? Ich würde fast sagen, dass wir hier das nehmen, Schaden erhöhen. Schrott fallen lassen ist natürlich auch nicht, aber erstmal den Schaden erhöhen. Look at you. Auch wenn sich jetzt 4% nicht so viel anhören, aber für den Anfang ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. So, nächste Runde hier. What a lovely day in this giant heap of sand. Incoming. So, doppelter Ärger. Lager 2 Munitionskannen. Auch nicht schlecht. Ja, komm, mehr Munition. Growing stronger. Look. Bisschen mehr Gelege, auch nicht schlecht. So. Was haben wir hier? Eisenbeschichtung, Ableiter. Erhöht die Max-LP um 16. Verliert aber den Schildwert. Ja. Mehr Widerstand brauchen wir. They're coming. Schön vorne auf die Motorhaube. Oder auf die Kühlergrille, ja, gesagt. Also die Runde würde ich jetzt gerne noch überstehen irgendwie. Reload.
schon mal ein bisschen weiter gekommen. All clear for now. Wow. Take a look at these. Violett heißt, das muss schon was heißen. Those four Gazlers. Smell that. Oh, yes. Come on, Pilgrim. Smooth. Was? 5000. Aber relativ gut vorangekommen, muss ich sagen. You okay? That looked like it hurt. Puh. Also eine Runde 5000 habe ich noch nicht geschafft. Damit sind wir doch schon mal Zweiter. Ist doch schon mal was. So. Hi. Let's Zweiter do Platz. This. Das heißt, wir können uns jetzt wieder was leisten. Und jetzt würde ich fast sagen, dass wir unseren Schildwert automatisch nochmal also direkt um 10% erhöhen. There we dann go. Machen wir das schon mal. Und dann versuchen wir es nochmal, oder? You sure like standing around, don't you? War jetzt noch nicht gar nicht so schnell. Also mich bringt das Spiel immer zum Weiterspielen. Das macht einfach Bock. A bunch of sand. Und das für 14,99 €, da kann man echt nicht meckern. Ihr müsst mal gucken, dass ihr wirklich diese leuchtenden Punkte auf den Fahrzeugen trefft. Flammenkugeln. Growing stronger. I hear Gazlers. Das ist nicht so der Burner. Grafik ist auch ziemlich süß gemacht. Da kann man echt nicht meckern. Blue Screen Mod erhöht den Schildwert um 15, du heilst dich 30% mehr, aber über 5 Sekunden und nicht mehr sofort. Ist egal. Wir probieren einfach mal die ganzen Perks, die wir hier sammeln. Das ist immer schwierig zu entscheiden, sammle ich jetzt gerade am besten nur mal Schrott oder konzentriere ich mich auf die Gegner. Aber ich glaube, am Anfang sollte wirklich die höchste Prio sein, Schrott zu sammeln. Done.
You're done. Hey, what's that sound? Ja, done. Critical damage. Das ist nochmal ein geiles Upgrade hier. Erhöht den Schaden für jedes Fahrzeug auf dem Schaden um 2,5. Fallen verursachen mehr Schaden. Welche Fallen? Achso, die. Ne, komm. Way to go! Schrott sammeln. Alles andere ist. Also man hat eben schon gemerkt, dass es ein bisschen besser war mit mehr Munition. Und jetzt ist es schon vorbei. So. Oh hell. Give me a hell, yeah. 4900, das ist ja gar nicht so schlecht. Also man merkt schon, dass man immer besser wird. Ich weiß nicht, wie es euch draußen geht, aber mich bringt sowas halt zum immer weiterspielen. Und das macht dann Bock. Cool wäre es natürlich, wenn das noch einen Koop-Modus hätte. Von mir aus auf zwei Strecken oder einer unten, einer oben. So ein Spiel, das ist, kann nicht so schwer sein, hier einen Koop-Modus reinzukriegen. Glaube ich zumindest nicht. You got a screw loose or something? Seltenheit der Beute. Also das geht um diese Waffen, die man freischaltet. Finde ich gar nicht so unwichtig. LP um 5 mehr ist auch gut. Komm, wir ballern mal LP hoch. Let's go already. No, not that. I mean, great choice. Ich würde am Anfang alle wichtigen Sachen auf Level 1 bringen und dann kann man noch mal überlegen, ob man was anderes hochlevelt auf 2. Immer schön auf 10 Grill. That's what I'm talking about. Das Treffen von Fahrzeugen gibt Munition zurück. Schüttle eine Waffe, um Feuerrate zu erhöhen. I hear Gafflers. Yes, right there. Die Waffe könnte jetzt ein bisschen besser sein. Da bringt natürlich viel da oben. Gegner mit weniger als 20% oder 50% mehr Schaden. Mehr Wundschaden. Ja, komm. Das hier. Oh boy. Gasless. You're done.
Eine Runde machen wir noch, Leute. Eine Runde machen wir noch. Scrap, right? Mal gucken, ob ich noch mal ein bisschen was kaufen kann jetzt. Sollte eigentlich, ne? Oder? Oder fehlt uns ganz, ganz wenig. Okay, ganz wenig fehlt uns, aber eine let's Runde go, machen wir let's noch. Go, let's go. Man muss natürlich auch hier ein bisschen Glück haben, dass man gute Waffen kriegt beim Zonenwechsel. The Doohickey Desert. A bunch of sand. Okay, ich versuche jetzt wirklich mal so die Brust zu weichen. Before I change my mind. Klebebomben ab. Die ist so geil. Na komm, Klebebomben haben wir noch nie gehabt. Great choice. Nice. Gazzlers. Lovely scrap. Die Waffe ist mal geil. Das ist das Coole, dass man hier wirklich... so Waffen freischalten kann oder sich generieren kann, die es sonst nicht gibt. Mehr Kurkugeln. Erhöht den Rundschaden 50, verringert aber die Feuerrate. Alle müssen jetzt durch sein, oder? Wann ist die Runde mal Ende hier? Boah. Leute.
schüttle, warum den Schadenzeug? Warnschuss, erhöht den Schaden mit 20 Minuten. Aha. Komm, probier mal einfach mal, ich schüttel den. Growing stronger. Incoming. Weißt du nicht, wie das funktionieren soll mit den Schütteln? Next time, I guess. Das glaube ich auch. Also wir sind zweiter Platz von den Testern. Das ist ja gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Hier haben wir Pico-Fans, wer auch immer das ist. Dann komme ich, dann kommt der MoFunVR, auch der deutsche Kanal. Und danach kenne ich auch keinen mehr. Aber immerhin, also 5068 war da meine größte Zahl. Wir sind ein bisschen weitergekommen, wir haben ein paar Sachen freigeschaltet, ist natürlich auch cool. Und ich muss sagen, mir macht das Spiel Spaß. Hey, how's it going? Man kann es auch fast schon sagen, dass es so eine Art Sport-VR-Game ist, weil ich bin echt gut am Schwitzen. Man muss sich natürlich ein bisschen bewegen. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen zu wenig gemacht, aber von mir kriegt das Spiel eine klare Kaufempfehlung. 14,99 € ist meiner Meinung nach nicht zu viel und man kann hier mit Sicherheit einiges an Spielzeit reinstecken. Yeah, me neither. Um seinen Charakter da aufzuleveln. Und wenn man einmal komplett am Ende ist, hat das wahrscheinlich keinen großen Wiederspielwert mehr. Aber trotzdem 14,90 €. Ich glaube, die Zeit, die man da investieren kann, da hat man Spaß und man kommt immer weiter. Die Regionen werden sich wahrscheinlich auch noch ändern. Man kriegt immer andere Waffen, wie ihr gesehen habt. Man kann so viele Sachen miteinander kombinieren und hat dann ja diese ganz einzelnen Waffen, die es sonst nicht gibt. Diese Unique-Waffen. Und damit zu spielen macht dann umso mehr Spaß, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, von mir eine klare Kaufempfehlung. Ich würde mich freuen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ihr mir ein Like da lasst. Und Abo-Button wäre natürlich echt super, wenn ihr mich dahingehend unterstützt. Einmal den Abo-Button drücken, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.